In the park I saw Daddy with a laughing little girl that he was swinging. And I stopped beside a Sunday school, listened to the songs that they were singing. Then I went on down the road and somewhere far away a lonely bell was ringing. And it echoed through the canyon like a disappearing dream of yesterday. On a Sunday morning sidewalk, I'm wishing, Lord, that I was stoned. Cause there's something about a Sunday. Das sieht gut aus. Nehmen Sie ruhig. Meinen Sie, ich darf? Aber sicher. Hab noch nichts gegessen. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Was ist das? Chili. Sieht gut aus. Probieren Sie. Meinen Sie? And Sunday morning coming down. Ausgezeichnet. Ich habe noch nie irgendwo so ein Chili bekommen. Ein Spezialrezept, das ist Eichhörnchenfleisch. Das ist sehr zart. Hm. Ja, nun verstehe ich. Hey, Luke! Ich dachte, du wolltest mit uns zurückfahren. Wo warst du? Ich habe einen von der Polizei gebeten, herauszufinden, wie du Edna ermordet hast. Bist du verrückt geworden? Du hast es getan. Das weißt du. Du hast beide umgebracht. Du bist entlassen. Hau ab hier! Du bist ja verrückt! Schmeiß ihn hier raus! Was ist bloß in dich gefahren? Gib her, los! Du Idiot, du! Mach keinen Ärger! Schmeiß ihn hier raus! Du meine Güte! Mr. Brown, Sie glauben nicht, wie leid mir das tut. Wer sind Sie? Ich bin Inspektor Columbo, Kriminalpolizei, Mordkommission. Mordkommission? Was hat er Ihnen denn erzählt über mich? Wenn ich Sie einen Moment alleine sprechen könnte, kein Grund, sich aufzuregen. Nur ein paar Routinefragen. Und kein Grund, um hier aufzuhören. Ich bin gleich wieder zurück. Lassen Sie mich die Gitarre sehen. Wenn er die zerbrochen hat, dann breche ich ihm das Genick. Kommen Sie mit rein. Kein Grund zur Aufregung. Machen Sie ruhig weiter. Mr. Brown ist gleich wieder hier. Was meinte er mit Mord? Und wieso spreche ich mit jemandem von der Mordkommission? Der Vorfall tut mir schrecklich leid. Ich meine, es ist mir sehr unangenehm. Aber ich konnte Ihren Schwager einfach nicht davon abhalten, herzufahren. Das heißt, okay. Vielleicht hätte ich damit rechnen müssen. Sagen Sie mir ehrlich, um was es geht. Nichts, was hat er sich über darüber mich aufzuregen, glauben Sie es mir. Sie müssen nur eines verstehen, und zwar, wenn ein Familienmitglied einen Verdacht äußert, kommen wir um gewisse Formalität nicht darum, wie Fragen zu stellen und einen Bericht zu schreiben. Ich nehme an, dass ihr gefällt Ihnen nicht besonders. Das große Haus, die Party und überhaupt alles. Nein, Sir. Nein. Es ist geradezu erfrischend. Sehen Sie, meine Arbeit bei der Mordkommission ist immer damit verbunden, dass jemand tot ist. Das ist nun mal Tatsache. Ich meine, wann auch immer wir angerufen werden, irgendjemand ist tot. So sehe ich ständig nur Leid um mich. Hören Sie zu, Inspektor. Ich versuche nicht, Ihnen einzureden, Edna und ich hätten uns verstanden. Nicht ein einziger Tag mit Edna ist ohne Streit vorübergegangen. Sie kannten Edna nicht. Der Kreuzzug. Ich habe mich für den Kreuzzug eingesetzt, aber ich dachte, ein kleines bisschen steht auch mir zu für das, was ich tue. Sehen Sie, ich gab immer nur, ich gab ununterbrochen. Die hässlichen Hotelzimmer, die hässlichen Garderoben, scheußliche Kaffee. Mr. Brown, ich bin nicht hier, um in Ihrem Privatleben zu schnüffeln. Mein Privatleben ist ein offenes Buch. Jedem ist bekannt, dass ich gesessen habe. Ja, Sir. Aber Ihre Arbeit nach der Entlassung war für viele Menschen eine Inspiration. Aber was wollen Sie dann von mir? Wie ich schon sagte, es geht nur um ein paar Routinefragen. Aber ich komme gern noch mal wieder, wenn Sie sich besser fühlen. Also los, stellen Sie Ihre Fragen. Sind Sie sicher, dass es gehen wird? Dann habe ich es hinter mir. Es macht nichts? Nein. Fangen Sie an. Ich mache es so kurz wie möglich. Ich war oben an der Absturzstelle und da habe ich mit
mit Mr. Pangborn gesprochen. Möchten Sie einen Kaffee? Nein, danke vielmals. Wir haben uns beide gefragt, wieso Ihr Sicherheitsgurt beim Unglück geöffnet gewesen ist. Ach so, das? Tja. Der Strom fiel aus und damit auch die Beleuchtung. Ich beugte mich vor, um die Taschenlampe aus dem Handschuhfach zu holen. Und dazu musste ich eben meinen Sicherheitsgurt öffnen. Und dabei verlor ich die Kontrolle. Gut, das erklärt es. Ich sag das Mr. Pangborn, dann braucht er Sie nicht auch noch damit zu belästigen. Danke. Was kann ich Ihnen sonst noch erzählen? Haben Sie einen Bleistift? Nein. Macht nichts, ich finde ihn schon. Oh, da ist er ja. Der Navigationskoffer. Was ist damit? Da war keine Asche drin. Sehen Sie, da haben wir uns gewundert, was wohl mit den Karten und den Tabellen passiert ist. Nach dem Stromausfall hörte der Defroster auf zu arbeiten und also ich öffnete das Fenster, um wenigstens etwas sehen zu können. Und der Luftzug, der hat die Papiere vom Sitz durch das Fenster nach draußen gerissen. Starker Sog. Sag ich auch, Mr. Pangborn. Wir haben uns beide den Kopf zerbrochen. Danke. Danke für Ihre Mühe. Das wär's schon. Sie haben mich richtig in Schwung gebracht. So schnell habe ich noch nie in meinem Leben Fragen gestellt. Ich finde es ziemlich unhöflich, wenn ich die Leute mit Fragen bombardiere. Das gehört zu Ihrer Arbeit. Das müssen Sie doch tun. Tut mir leid, was da draußen passiert ist. Hoffentlich ist diese schöne Gitarre nicht kaputt. Keine andere Gitarre auf der Welt hat so einen Klang. Eine besondere Gitarre, handgemacht. In Linienflugzeugen hat sie ihren eigenen Sitz neben mir an meiner Seite. Tatsächlich. Zum Glück war sie diesmal nicht bei Ihnen im Flugzeug. Ja, ich weiß. Das war wirklich Glück. Ich hatte das befürchtet. Befürchtet, mit ihr abzustürzen? Nein, aber dass sie austrocknen und Risse kriegen könnte. In dieser Höhe, in einem Flugzeug ohne Druckausgleich. Schauen Sie sich die Gitarre an. Sie ist mit einem besonderen Leim verarbeitet, mehrere Holzschichten, sieht aus wie aus einem Stück. Fühlen Sie doch mal, wie glatt gearbeitet der Boden ist. Der Höhen- und Druckunterschied würde so einer Gitarre schaden und ihren Ton ruinieren. Darum habe ich Luke gebeten, sie im Bus mitzunehmen. Ich bin wirklich froh, dass Sie mir das erzählen. Wieso das? Weil es gerade das war, was Ihren Schwager denken ließ, Sie hätten was mit einem Mord an seiner Schwester zu tun. Er glaubt das, weil Sie sich von Ihrer Gitarre trennten. Er sagt, das hätten Sie zum ersten Mal getan. Dann war es gut, dass ich es Ihnen gesagt habe. Das wäre dann alles. Wir schließen uns sicher Mr. Pangborns Bericht an. Mr. Pangborns Bericht wird mich schlecht genug aussehen lassen. Der Flug war wirklich kein Meisterstück. Naja, hoffentlich stolper ich noch über irgendwas, dass es nicht allein nach einem Pilotenfehler aussieht. Sie sind noch nicht fertig? Nur noch ein paar Kleinigkeiten für meinen Bericht fürs Präsidium. Nichts, was Sie beunruhigen sollte. Danke vielmals. Bitte sehr. Sie waren wirklich sehr entgegenkommend. Gern geschehen. Sagen Sie nur, wenn ich Ihnen helfen kann. Ich habe nur eine einzige Frage.